nehmen heute ein neues Video für euch und das ist sehr, sehr cool und gruselig. Zieht euch kuschelig an oder macht die Augen zu? Ne, besser die Ohren. Denn wir haben euch heute ein bisschen was zu erzählen und das wird gruselig. Ja. Ihr seid auch Teil von diesem Video, denn wir haben euch vor einigen Videos mal gefragt, ob ihr uns paranormale Geschichten, Gruselgeschichten oder irgendwelche heftigen Stories schickt. Und das sind wir jetzt durchgegangen. Wir hatten so viel Angst, Leute. Und haben ein paar für euch rausgesucht. Es sind noch lange nicht alle. Ihr habt uns so, so viel geschickt. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, denn dann könnten wir noch einen zweiten Teil von dem Video drehen. Und da würden wir euch dann auch unsere persönlichen Geistererfahrungsgeschichten erzählen. Da gibt's nämlich auch was, Leute. Wenn ihr das hören wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und abonniert auch super gerne unseren Kanal. Und ihr könnt auch die Glocke aktivieren. Ich glaube, die Glocke ist neben dem Abonnieren-Button, ne? Ja. Kling, Glöcklein, Klingelingeling. Kling, Glöckchen, Kling. Wir haben es ausgedruckt. Ich fange mal mit dem ersten an, Leute. Ich habe Angst. Sollten wir dunkler schalten? Nein, ihr macht einfach finster in eurem Zimmer, okay? Bei uns passt es so. Ich habe Angst. Mach nicht dunkel. In der 8. Klasse haben meine damalige beste Freundin und ich fast jedes Wochenende bei dem jeweils anderen übernachtet. Sie wohnte zu dieser Zeit in der Nähe eines Waldes. Wald ist mal ganz schlimm. In dem wir häufig mit ihrem Hund spazieren gegangen sind. Tagsüber. Bei Nacht haben wir uns immer nur bis zur Schranke getraut und sind dann wieder umgekehrt, da ein dunkler Wald nun doch sehr beängstigend wirkt. Ich finde Wald tagsüber auch schon gruselig. Ja. Bis auf diese eine Nacht, in der wir uns selbst unseren Mut beweisen wollten und im jugendlichen Leichtsinn es doch ein einziges Mal wagen wollten. Bewaffnet mit Taschenlampen und ihrem Hund, hoffentlich war das ein großer Hund, machten wir uns also auf den Weg, wurden aber bereits an der Schranke von zwei Polizisten abgefangen. Sie sprachen nicht viel mit uns. Schroff waren sie jedoch. Sie bellten nur, geht nach Hause, es ist diese Nacht schon zu viel hier passiert. Hä? Was denn? Ich weiß nicht. Natürlich haben wir uns von unserem Vorhaben abgesehen und sind umgekehrt. Oh, zum Glück. Ich dachte schon, ihr wärt trotzdem gegangen. Das traut sich niemand. Irgendwen gibt's bestimmt. Und haben uns fürchterlich geärgert. Doch am nächsten Morgen waren wir äußerst froh über die Gegebenheiten. Beim Frühstück erfuhren wir dann, dass im Nachbardorf ein Mädchen ermordet und ihre Leiche am frühen Morgen von Spaziergängern im Wald gefunden wurde. Was? Oh, das ist so schlimm. Oh Gott, das ist doch keine paranormale Geschichte, das ist eine wahre Geschichte. Böse Realität. Da die Polizei von der Tat ebenfalls erst am Morgen erfahren hat, frage ich mich bis heute, waren das wirklich zwei Polizisten an den Schranken? Und woher wussten sie, dass in dieser Nacht hier schon zu viel passiert ist? Ach stimmt, wenn die Leiche erst am Morgen gefunden wird, dann erfahrt auch die Polizei erst am Morgen. Aber wer soll das sonst gewesen sein? Vielleicht waren das die Mörder. Und die waren an wen anders? Die waren als Polizist verkleidet und... Das macht gar keinen Sinn. Was denn dann? Was ist denn deine Lösung für diese Geschichte? Weiß ich nicht. In diesen Wald würde ich nie wieder gehen. Okay, mach du bitte das nächste. Ich brauche eine Pause. Hallo, ich bin Lena und 13 Jahre alt. Neulich hat mein Vater im Keller seine Mails am Computer abgecheckt, als aus einer unserer Boxen ein Geburtstagslied kam. Erstaunlich, dass eine mindestens 5 Jahre alte, unberührte Karte auf einmal ein kratziges Lied singt. Welche Karte denn? Meine Geburtstagskarte. Ach so. Mein Vater holte die Kiste dann heraus und schaute die Karte, die lag ganz unten an. Lebt glücklich und zufrieden, bis der Tod euch scheidet, stand darauf. Hä? Aber Geburtstag und... Ach, dann war das eine Hochzeitskarte wahrscheinlich mit einem... Gruselig, oder? Eine unbenutzte Hochzeitskarte. Als mein Vater mir das erzählt hat, habe ich die Karte selbst mal angeschaut. Habe danach die ganze Zeit gedacht, mich beobachtet jemand. Ja, das ist echt gruselig, weil das sind diese singenden Karten, ne? Die singen aber nur, wenn man sie aufmacht. Und außerdem, dann steht auch noch irgendwas mit Tod darin. Ist das ein Zeichen? Okay, soll ich jetzt die nächste... Oh, geht los, geht los. Ich war schon immer der Mensch, der gerne experimentiert, was das Übernatürliche angeht. Das soll man nicht tun, habe ich gehört. Stimmt. Aber nach meinem letzten Erlebnis lasse ich nun ganz die Finger davon. Oh Mann, oh Mann. Wir waren zu viert, ich und drei Freundinnen. Vanessa hatte noch nie Gläserrücken gemacht. Oh nein! Das wird eine Gläserrückengeschichte. Oh das je. Will ich mich nie im ganzen Leben trauen. Niemals. Ich würde es auch nicht machen, echt nicht. Also haben wir anderen drei gesagt, wir machen es mit ihr. Weil wir bei ihr zu Hause waren und ihre Eltern nichts davon mitbekommen sollten, sind wir runter in ihren Hof in die Werkstatt von ihrem Papa. Wir haben uns auf einen Zeichenblock Buchstaben und Zahlen aufgemalt und haben Teelichter angezündet. Und dann haben wir angefangen, Fragen zu stellen und mussten alle dabei total lachen. Dann hat das Glas immer Stopp geschrieben. Anfangs war das lustig. Wir dachten ja, eine von uns schiebt das so. Ach so, von dem Buchstaben kam Stopp raus? Ja. Aber nach dem vierten oder fünften Mal Stopp hat es uns genervt, weil keiner zugeben wollte, wer es war.
Billy wälzt sich. Komische Geräusche von links. Dann hat Vanessa gesagt, hört auf mit dem Mist, so macht das keinen Spaß. In dem Moment ist die Kreissäge von ihrem Vater angegangen. Und wir sind sofort hochgerannt, weil wir so Panik hatten. Was? Oh mein Gott. So eine Kreissäge ist aber auch gefährlich, ne? Ja. Und wer hat denn jetzt Stopp geschrieben? Okay, wartet, es geht noch weiter. Ihr Vater kam uns entgegen und fragte, warum wir so laut sind. Und da haben wir es ihm erzählt. Er ist mit uns in die Werkstatt und hat uns gezeigt, dass die Kreissäge gar nicht angeschlossen ist. Wie geht das denn? Nie wieder. Wir trauten uns alle nicht mehr zu Vanessa zu Besuch, weil wir denken, dass es bei ihr spukt. Voll gemein, ne? Vanessa muss ganz allein im Spukhaus sitzen bleiben. Aber ihr seid selbst schuld. Ihr dürft sowas nicht machen. Ich finde das viel zu schlimm. Da hört man so viele schlimme Geschichten immer. Das nächste Mal können wir eine Edition machen mit Gläserrücken-Stories. Ich habe mal so ein Video gesehen, da gibt es ja voll viele so paranormale Spiele und so. Und es gibt auch irgendwie das mit dem Lift zu fährt. Und dann muss man einmal das Stockwerk drücken und dieses. Und dann steigt da irgendwann ein Mann ein und keine Ahnung. Nein, wirklich? Ja, da gibt es voll viele Spiele. Oh mein Gott, nein, nein. Das würde ich mich alles nicht trauen, Leute. Echt nicht? Du willst ein Video machen, ne? Niemals. Wenn, würde ich es nur zu fünft machen. Fünf? Zu fünft, da hat man wenig Angst. Ah. Hey, jetzt kommt eine super lange, mega gruselige Geschichte. Aber vorher grüßen wir noch wen, okay? Ja. Ich habe hier einen Kommentar rausgesucht, den wir heute grüßen wollen. Stella das Einhorn. Yay, neues Video. Ihr seid die Besten. Kaufe mir auf jeden Fall Spring in eine Pfütze 2, da ich den ersten gefeiert habe. Ihr kleinen Einhornbaby, so cute. Oh, danke für deinen süßen Kommentar. So niedlich. Liebe Grüße an dich, Stella das Einhorn. So, jetzt aber. Jetzt machen wir dunkler. Das macht aber einen Unterschied. Diese Geschichte habe ich schon lange nicht mehr erzählt. Denn ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass man mir nicht glaubt, mich als dumm, verrückt oder Lügner hinstellt. Ich hoffe, dieses Mal ist das anders. Okay, ich fange einfach an. Bin nervös. Ich auch. Ich war 7 Jahre alt und neben dem Haus, in dem ich lebte, befand sich ein Wald. Das war ein echtes Paradies. Meine Freundin und ich spielten jeden Tag im Wald und mein Papa baute sogar ein Baumhaus für uns. Mit 10 Jahren kam ich auf eine neue Schule und in meine Klasse ging ein Junge, der mir erzählte, dass seine Oma einst in dem Haus neben unserem wohnte. Mittlerweile war das Haus abgerissen worden und man hatte Parkplätze gebaut. In den Sommerferien besuchte er sie oft und spielte in meinem Wald. Er erzählte mir, dass er eines Tages mit dem Fahrrad über die buckligen Waldwege fuhr und dabei an einem alten Haus vorbeikam. Von diesem hatte er schon gehört und auch mir war es bekannt. Man nannte es das Mörderhaus. Das ist voll gruselig, weil ich habe auch mal wo gewohnt, da war auch neben einem Wald und da gab es auch so ein altes Haus. War immer das Hexenhaus. Soll ich dir das mal zeigen? Nein. Nein? Ja. Ich weiß nicht. Den Namen hat es einem schrecklichen Vorfall zu verdanken. Vor vielen Jahren machte eine Familie in dem Haus Urlaub. Mitten im Wald? Nach einem Ehestreit tötete der Mann seine Frau und die 3 Kinder. Er selbst wurde 2 Wochen später leblos im gleichen Wald gefunden. Oh mein Gott, das ist voll schrecklich. Geht nie wieder in den Wald, Leute. Habt niemals einen Mann! Der Junge erzählte mir, dass er, als er bei dem Haus ankam, merkwürdige Geräusche hörte und er immer wieder einen kalten Wind auf seiner Haut fühlte, obwohl es eigentlich windstill und strahlender Sonnenschein war. Als er ein Wimmern aus dem Haus vernahm, haute er sofort wieder ab und traut sich seitdem nie wieder in die Nähe. Nach der Schule erzählte ich meiner Freundin von dieser Geschichte und sie war sofort besessen von der Idee, das Mörderhaus aufzusuchen. Ich war davon gar nicht begeistert, aber gab dem Wunsch von ihr nach. Was sollte schon passieren? An Geister oder dergleichen glaubte ich sowieso nicht. Keine gute Idee, überhaupt keine gute Idee. Das kann nur schlecht enden. Wir verabredeten uns an einem Nachmittag im Herbst und liefen in Richtung Haus. Es war gar nicht so leicht zu finden, aber dann plötzlich stand es vor uns. Die meisten Ziegel fehlten und die Scheiben waren eingeschlagen. Manche Fenster waren mit Holzbrettern zugenagelt und die Türschnalle an der Haustür fehlte. Mir war wirklich nicht wohl bei der Sache, aber meine Freundin ging ohne zu zögern auf das Haus zu, lief rundherum und schaute in jedes Fenster, bis sie auf die grandiose Idee kam, in das Haus hineinzugehen. Ich wollte sie davon abhalten, aber stattdessen schaffte sie es sogar, mich zu überreden, dass ich mitkomme. Oh, oh. Oh, oh nein. Oh, oh. Wollen wir wirklich weiterlesen? Klar. Wir kletterten also durch ein zerbrochenes Fenster ins Innere des Hauses. Hätte ich niemals gemacht. Echt nicht. Da kann man mich überreden, was man will. Na, Vicky? No. No way. Als wir einen Raum weiterliefen, wurde es plötzlich eiskalt. Am ganzen Körper bekam ich Gänsehaut. Plötzlich blieb meine Freundin wie angewurzelt stehen. Ein Zucken durchfuhr sie. Boah, das ist wie eine echte Horrorgeschichte so. Wie ein Drehbuch gleich. Raus, wir müssen hier raus, zischte sie und drängte mich zurück. Ich hörte ein Poltern und etwas, das sich wie Schritte anhörte. Darauf folgten Geräusche wie Hecheln oder Schnarchen. Und kurz bevor wir aus dem Fenster wieder hinauskletterten, sah ich einen Schatten durch eine angelehnte Tür. Noch nie in meinem Leben hatte ich so große Angst. Aber es
wurde noch komischer, denn in der darauffolgenden Nacht wurde ich plötzlich wach. Mein Fenster war einen Spaltbrett offen, aber ich schwöre, ich habe es vor dem Zubettgehen selbst geschlossen, da ich schon etwas erkältet war und nicht krank werden wollte. Ich will, dass es nicht noch weitergeht. Als ich mich in meinem Bett aufrichtete, spürte ich einen eiskalten Wind im Nacken. Ich erstarrte und wagte nicht, mich zu bewegen. Ganz leise hörte ich ein Lachen. Was? Ein Lachen? Nein, das ist doch wie aus einem Horrorfilm. Das kann nicht stimmen. Ich weiß nicht, von wo es kam. Von draußen, vom Flur oder aus meinem Schrank. Ich weiß nicht, wie lange ich so da saß, aber plötzlich verstummte das Lachen wieder und auch der kalte Wind war plötzlich wieder weg. Zwei weitere Mal ist genau das gleiche nochmal passiert. Einmal, als ich 14 war und meine Eltern nicht zu Hause waren und zwei Jahre später in der Nacht vor Weihnachten. Ich hoffe, es wird nie wieder passieren und ich schwöre, dass ich mich von solchen Orten wie dem Mörderhaus fernhalten werde. Ich bin am Ende. Ich habe Angst vor Geistern. Ich möchte nicht, dass die mich nachts heimsuchen. Wie gesagt, wenn ihr unsere eigenen selbsterlebten Geistersachen hören wollt, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Gläserrücken gemacht habt. Das würde mich interessieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Passt auf euch auf.